Sports Idols, die Medienschau mit Lisa Wehrer. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Sports Idols. Hier geht es um Frauen, Sport, Business. Heute sehr viel um Business. Wir haben eine ganz tolle Gästin, nämlich meine Co-Gründerin und Gesellschafterin Katharina Kurz. Hallo Katha. Hi Lisa, ich freue mich. Geht's dir gut? Es geht mir hervorragend. Nee, anders ist super. Schön. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja ein großes Ereignis vor uns in den nächsten Tagen, aber dazu glaube ich später mehr. Ja, da kommen wir direkt gleich zu. Magst du noch mal in ein paar Sätzen kurz für alle, die dich aus unerfindlichen Gründen nicht kennen, dich einmal ganz kurz vorstellen? Gerne. Ja, ich bin Katharina und bin vor allem auch Mitgründerin von Berlo. Wir sind eine Craft-Bier-Brauerei und Gastro, kleine Kette, würde ich mittlerweile sagen, in Berlin. Und wir haben, so unser Motto ist immer, ich sage, challenging stereotypes. Und wir haben eben schon sehr früh auch angefangen, hier immer die Frauen-WMs und EMs auf großer Leinwand im Biergarten zu zeigen. Und aus dieser Zeit stammte auch so ein bisschen der Wunsch, sich mit dem Thema Frauensport und Frauenfußball in Berlin näher zu beschäftigen. Und so finde ich das unglaublich toll, dass wir alle zusammen dann auch das Frauenteam vom FC Victoria ausgegründet haben, einige Zeit später. Ja, man muss da ja ganz kurz noch sagen, weil du es kurz erwähnt hattest, ne, diese Public Viewings, die ja, ich glaube, seit 2019, das war das erste Mal, genau, wie ihr es gemacht habt, ne, wo, da hattest du mal erzählt, es war tatsächlich sehr schwierig für euch, Partner zu finden, die mit euch das umsetzen, und dann habt ihr es auf eigene Faust gemacht und es war ein Riesenerfolg. Absolut, also wir waren uns unsicher, wie viele Leute kommen, weil das für uns auch immer so ein sehr großes Investment ist, so eine Leinwand, und dann braucht man Security und so weiter. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns doch mal schauen, ob wir Sponsoren finden, das ist doch eigentlich ein schönes Thema, und niemand wollte mitmachen. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht und sind das Risiko eingegangen, und das wurde total belohnt und der Biergarten war voll und es war so eine gute, positive Stimmung, dass uns das eigentlich so ein bisschen gezeigt hat, dass man das Thema einfach aktiv anpacken muss und vielleicht nicht so aus diesem Modus raus muss, niemand will uns gucken oder niemand interessiert sich dafür, und viel lieber einfach ganz selbstverständlich und mit einem guten Netzwerk an Unternehmen, Menschen etc. Den Frauensport zu fördern. Ey, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu unseren ersten News. Aber ich muss dich erst mal fragen, das ist unsere Standardfrage. Wer war oder ist dein Sportidol? Es war tatsächlich, kommt wahrscheinlich bei vielen so in unserem Alter, Steffi Graf war auch ein Riesensportidol. Ich habe damals Tennis gespielt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber meine Mutter erzählt mir, dass ich nach Boris Beckers Wimbledon-Sieg anfangen wollte, Tennis zu spielen. Also ich glaube, da war ich gerade 3 oder sowas. Aber dann in den Jahren darauf, als ich es mehr wahrgenommen habe, war das schon auch Steffi Graf, die ich wirklich ganz toll fand, so Idol aus der Kindheit. Aber jetzt gibt es natürlich auch ganz viele andere wunderbare Sportlerinnen, ne? Also Megan Rapinoe finde ich einfach grandios, die jetzt ja auch gerade ihre aktive Karriere beendet hat. Also es ist toll, wie viele neue Idole es auch irgendwie für die jüngeren Generationen gibt. Sehr gut. Und eigentlich, das ist auch schon wieder eine perfekte Überleitung zu anderen News, die wir später noch haben. Deswegen sehr gut. Aber ich würde sagen, wir starten mal rein. Lasset die News beginnen. Bereits mehr als 700.000 Euro in der neuen Finanzierungsrunde für das Frauenteam des FC Victoria Berlin. Noch mehr UnterstützerInnen für den Bundesliga-Aufstieg. So lautet die Schlagzeile auf unserer eigenen Website fcviktoriaberlin.de. Ich würde erstmal sagen, wup, wup. Auf jeden Fall. Wir freuen uns riesig. Neue UnterstützerInnen.
Genau, und das, was du auch vorhin meintest, ne, dieses, also wo wir ja auch herkommen, mit einem Netzwerk raus aus diesem wir warten ab, wir schauen, was passiert, sondern wirklich hin zu, wir gestalten aktiv, wir wollen ein Netzwerk rund um das Team um Victoria Berlin bauen, und wirklich so dieses nicht Opfer sein, nicht warten, sondern wirklich einfach selber machen. Und ja, deswegen haben wir heute die Pressemitteilung rausgegeben, dass wir eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Und das gibt jetzt natürlich viele Fragen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Und zwar vielleicht im ersten Schritt, wie funktioniert das bei Victoria bei uns? Also, ne, wir haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, kennt man viel vor allem aus der Wirtschaft, aus dem Startup etc. Erklär doch mal ein bisschen. Gerne. Ja, also vielleicht einleitend muss man ja sagen, dass in Berlin, nennt sich ja immer die Sporthauptstadt, aber das ist ja eigentlich wirklich die Sporthauptstadt der Männer ist. Das heißt, es gibt eigentlich in keiner der großen Sportarten irgendwie ein gewachsenes Phantom, wo man, also für den Frauensport, ne? Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da pilgern Tausende von Menschen hin und jubeln irgendwie den Frauen zu. Und das war ja auch eine der Überlegungen, als wir uns gefragt haben, okay, wie bringen wir denn ein Frauenteam nach vorne, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen das auf breite und vor allem viele Schultern stellen, sowohl in der Unterstützung als auch in der Finanzierung. Und gleichzeitig, wenn man in einige, jetzt nicht nur im Sport, aber auch in viele Cases schaut, wo dann irgendwie das Thema Frauen auch im Vordergrund stehen, sind die Finanzstrukturen dahinter, aber dann trotzdem wieder männlich. Und das wollten wir, glaube ich, ändern. Das heißt, wir haben auch so in der Anfangszeit ganz bewusst auch immer mit dem Wort Investor, Investorin gespielt, was ja so im Fußball sonst eigentlich oder im Männerfußball sehr, sehr verpönt ist. Aber weil wir auch gesagt haben, hey, wir wollen zeigen, dass der Frauenfußball oder Fußball mit Frauen auch ein Business Case werden kann. Und ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben unser Netzwerk aktiviert seit der ersten Runde damals vor 2 Jahren und haben wirklich gefragt, Mensch, wollt ihr hier mit in den FC Victoria rein investieren? Wir sind immer mit kleinen Tickets, nennt man ja das. Wir müssen jetzt mal die ganze Investment-Terminologie vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Und haben auch gesagt, hey, das Minimum-Ticket sind 10.000 Euro, mit denen man dabei sein kann. Maximum 50.000, weil wir wollen auch nicht, dass es irgendwie den einen Mäzen oder Mäzenin auch gibt, die oder der dann alles dahinter auch bestimmen kann. Und gleichzeitig ist diese Ticketgröße, also es ist natürlich viel Geld, aber wenn man das so mit anderen, sagen wir mal, Startup-Investments auch vergleicht, ist das noch eine gute Einstiegsgröße. Und so haben wir auch wirklich ein wunderbar breites Netzwerk, glaube ich, an Menschen aus dem Sport, wie Franz von Almsick ist natürlich viel, oder Maria Riffel-Riesch, Anke Huber, viel auch kommuniziert worden. Aber auch bis hin zu aus dem Medien, Startup-Business etc. Es ist super breit aufgestellt. Und das ist eigentlich das Schöne. Und vor allem sind es auch immer wahnsinnig viele Frauen gewesen, die das erste Mal investiert haben, die darüber auch so ein bisschen lernen, wie man das macht. Und jetzt mit der neuen Finanzierungsrunde sind tatsächlich nochmal 60 tolle InvestorInnen dazugekommen. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr einzigartig. Also wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, die genaue Zahl sind 246 Investorinnen und Investoren, die wir wirklich in einer GmbH vereint haben. Und das ist schon sehr, sehr einzigartig. Also auch hinsichtlich des ganzen Investor Management, sagen wir mal, sieht man das, glaube ich, nicht so häufig. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass wir natürlich da auch versuchen, andere Wege zu gehen.
Total. Und ich glaube, das war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung für uns, ich sag mal, genau diesen sehr businessorientierten Weg eher zu gehen, weil wir halt wussten, das wird jetzt nicht was, was du stemmen kannst finanziell, indem du ganz doof Spenden einsammelst und dann halt damit losläufst und versuchst, diesen Turnaround zu schaffen, weil am Ende ist es, wir sind mit einem Amateurteam gestartet, kann man so sagen. Also es gab fast keine Infrastrukturen rund um dieses Team, halt mit dem Ziel Bundesliga. Und das kannst du salopp formuliert nicht auf einer halben Arschbacke machen, sondern da musst du halt wirklich reingehen. Und das merken wir halt natürlich in dem Sinne, dass wir halt, dass wir halt diese finanziellen Mittel brauchen, weil wir sie auch gut ausgeben können. Im Sinne von, wir haben natürlich alles, was man nach außen sieht, sei es das sportliche Team, aber ja auch alle Kommunikationsmaßnahmen etc. Also alles ist ja, baut ja natürlich auf einer gewissen, auf, sag ich mal, Finanzen, die wir halt haben, um das halt so umzusetzen. Vielleicht kannst du mir aber noch ein bisschen mehr erzählen, wo wir genau die Gelder reinstecken. Ja, du hast ja schon die Bereiche gesagt, ne? Also das Wichtigste für uns ist natürlich, und da waren wir ja die Ersten, als wir angefangen haben, dass wir auch unseren Spielerinnen wirklich Verträge gegeben haben und da auch Schritt für Schritt, also am Anfang haben wir es ein bisschen Aufwandsentschädigung genannt, aber da auch wirklich Gehälter auch zahlen, damit auch erreichen, dass das Team über die Berufsgenossenschaft abgesichert ist. Das ist ja auch super wichtig, denn auch im Amateurbereich gibt es schlimme Verletzungen im Fußball. Und wenn man danach nicht die Infrastruktur hat, um sich da gut betreuen zu lassen, dann kann das auch mal böse ausgehen. Wir haben natürlich unseren Trainerstab, die Betreuung dann auch erweitert. Und also das ist natürlich ein Riesenbereich. Dann ist natürlich auch die ganze Struktur dahinter professioneller geworden. Also das ist ein kleines Business natürlich, das von Buchhaltung bis Social Media betreut werden muss. Und also ich glaube, da haben wir die Gelder bisher ganz gut investiert, aber es braucht die auch. Ja? Also das ist ganz klar, dass wir natürlich den ganzen Frauensport auch mit professionalisieren wollen. Und da sehen wir auch, dass sich einiges bewegt um uns herum. Und da muss es auch hingehen, weil es muss einfach für ein junges Mädchen, eine junge Frau auch ganz normal der Traum sein, ich möchte Profisportlerin werden und ich kann auch davon leben. Und da sind wir heute noch weit entfernt. Also natürlich gibt es die großen Vereine, die mittlerweile auch große Gehälter zahlen können. Aber wenn man sich trotzdem noch das Durchschnittsgehalt von Spielerinnen in der ersten Bundesliga anguckt und dann betrachtet, dass irgendwie dass man eben auch nur eine Halbwertszeit hat, also bis die Karriere dann irgendwann endet und sich auch damit beschäftigen muss, was mache ich denn danach? Zweite Bundesliga ist noch überhaupt nicht üblich, dass überhaupt Gehälter gezahlt werden. Also wir sind noch so fern davon, wirklich professionelle Strukturen zu haben. Und dafür braucht es einfach auch mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema. Es braucht mehr ZuschauerInnen, es braucht mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Und es braucht mehr Leute, mehr Unternehmen, mehr Sponsoren, die auch Lust haben, da wirklich Geld rein zu investieren, in diesen Bereich glauben, um es wirklich gemeinsam nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt auch so eine ganz entscheidende Zeit die nächsten Jahre, ne? Weil ich glaube, es gibt jetzt schon ein allgemeines Verständnis dafür, oder das Verständnis ist besser geworden, dass, wie du es gerade sagst, dass halt Geld in etwas reingesteckt muss, damit du es am Ende auch wirklich profitabel machst. Also nicht anders funktionieren sämtliche Startups oder auch Allgemeinunternehmen. Und dass das halt dieser Invest, der hat halt in den letzten Jahren einfach gefehlt in den Frauenfußball. Alle haben immer gesagt, ja, da ist irgendwie, da steckt was drin und ne, und aber dieses klassische, aber die Frauen müssen es alleine schaffen, die müssen es alleine schaffen, dass dann halt mehr Zuschauerinnen ins Stadion kommen, dass halt mehr Aufmerksamkeit drauf ist. Und ich glaube, jetzt haben das viele wirklich
wie gesagt, verstanden, dass das nicht von alleine passiert, sondern was rein investieren muss. Und ich glaube aber, dass in den nächsten Jahren wirklich entscheidend sein wird, dass du halt diesen Case wirklich drehst. Also, dass er halt dann in die Profitabilität kommt, weil alle, und da sind wirklich alle, also sei es Vereine, sei es Spielerinnen, sei es Verbände, sei es Medien, alle halt wirklich diesen Schritt jetzt mitgehen und das Produkt, wie du sagst, wirklich professionell aufstellen, dass es halt die Sichtbarkeit hat, dass die Infrastrukturen sind. Und dann bin ich mir weiterhin total sicher, dass sich das wirklich in dem Sinne auch für unsere Investorinnen auszahlen wird. Weil wie gesagt, dass es das Potenzial gibt und dass auch die Leute Bock drauf haben, das zu schauen. Das haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Studien gezeigt. Jetzt gibt es ja auch noch ein anderes Konstrukt, was jetzt gerade ganz, ganz viel in den Medien ist, nämlich St. Pauli, die eine Genossenschaft, sagt man gegründet? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, genau, also die sind auf jeden Fall mit einer Genossenschaft am Start. Ich glaube, ich habe es gelesen, innerhalb der ersten paar Stunden haben die, glaube ich, schon 3 Millionen damit eingenommen. Sag mir doch einmal, warum haben wir damals keine Genossenschaft gemacht? Ja, ich habe gestern Abend noch mal reingeguckt, die stehen tatsächlich bei 11 Millionen mittlerweile und ich glaube irgendwie 8.000 UnterstützerInnen. Also wenn man es mal ausrechnet, also ich glaube, die Minimum-Einlage bei der Genossenschaft sind 750 Euro. Sind jetzt, also wenn man dann es teilt durch die Anzahl, ist, glaube ich, der Durchschnittsbetrag so 1.300 Euro. Also es ist natürlich ein super Modell und es passt ja auch wie die Faust aufs Auge für St. Pauli. Also das finde ich wirklich grandios und setzt natürlich auf dieser wahnsinnig breiten, solidarischen Fanbasis auf, die dieser Verein und ja, fast die soziale Bewegung dahinter eben auch vereinen. Warum haben wir das nicht gemacht? Also zum einen brauchst du dafür, es soll ja, glaube ich, das Stadion soll ja davon, glaube ich, gekauft werden dann, ne? Da brauchst du natürlich erstmal eine wahnsinnig breite Basis, auf die du zählen kannst. Und die gab es ja bei uns noch nicht, ne? Also, das heißt, so aus dem Nichts heraus dann so viel Geld auch einzusammeln, da muss schon eine Struktur und eine Fanbasis wahnsinnig gewachsen sein. Und das war ja genau unser Thema. Die gab es nicht. Und die müssen wir uns erst aufbauen. Deswegen war unser Ziel zum einen natürlich auch ein bisschen größere Beträge auch einzusammeln, um den FC Victoria zu finanzieren. Und zum anderen wollten wir schon auch ganz bewusst mit diesem Thema, wir wollen es in einen Business Case drehen, natürlich auch kommunizieren. Ja? Und das ist, glaube ich, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Also da fehlt einfach noch so viel, dass wir insgesamt, wenn man sich die Medienrechte anguckt, wo man ja als Bundesliga-Verein der Männer über die DFL einfach wahnsinnige Beträge bekommt, wenn man sich das im Unterschied zu den Frauen anschaut, da fehlt einfach unglaublich viel noch, um auf ein gutes, auch finanzielles Niveau zu kommen. Und das wird unsere Aufgabe sein, zusammen mit vielen anderen Akteuren über die nächsten Jahre. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und da sprechen wir ja auch immer darüber, ist, dass wir eben versuchen, nicht einfach den Männersport zu kopieren. Also wir wollen einfach nicht in die gleichen Sphären, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die mittlerweile teilweise einfach, ja, unter ferner Liefen sind oder jenseits von Gut und Böse, sondern wir wollen gucken, wie können wir eigentlich einen eigenen Frauenfußball gestalten und von Stadionerlebnis bis hin zu, wie verdienen wir unser Geld? Und da haben wir noch nicht alle Antworten, aber ich glaube, da sind wir einfach auf einem guten Weg und deswegen vernetzen wir uns ja auch mit vielen anderen Akteuren. Und sag mir noch mal jetzt, wenn die Leute da draußen, die uns zuhören, jetzt Lust haben, irgendwie Teil zu werden und Investor zu werden, was muss er sie machen?
Ja, also wir sind tatsächlich ja gerade so ein bisschen dabei, das Modell nochmal zu ändern. Das heißt, es war immer der Ansatz, wir wollen möglichst viele mit kleinen Tickets einholen, sind jetzt an die 250 Investoren und bieten ja gleichzeitig auch diesen Netzwerkgedanken dahinter, ne? Also wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus, wir haben WhatsApp-Gruppen und wir bringen die Spielerin mit den Investoren zusammen, was ich ja tatsächlich weiterhin irgendwie eins der tollsten Initiativen finde, also unser Mutual Mentoring, wo wir quasi Spielerinnen, die Lust haben, mit unseren Investoren, die Lust haben, auch natürlich, wo es inhaltlich passt, irgendwie zusammenbringen, um da auch mehr, also einen weiteren Vorteil für unsere Spielerinnen auch aus diesem Netzwerk zu generieren. Das ist ja mein persönliches Highlight. Absolut, das macht riesigen Spaß und bringt sowohl den Spielerinnen als auch den Mentorinnen und Mentoren wahnsinnig viel, weil sie auch nochmal eine komplett andere Perspektive drauf bekommen. Und wir merken jetzt aber natürlich, also wir wollen diesen Mehrwert ja auch bieten und da sind 250 Investoren und Investoren aber auch eine ganz gute Größe, die muss auch erstmal gemanagt werden. Und jetzt sind wir tatsächlich auch so ein bisschen auf der Suche nach vielleicht ein, zwei größeren Investoren, die Lust haben, hier mit zu gestalten. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt, wie gesagt, die große Mäzenin oder den großen Mäzen suchen, sondern auch schon ein bisschen strategischer, aber einfach denken hinsichtlich internationales Netzwerk im Frauensport. Das heißt, da würden wir jetzt so die Ticketgrößen idealerweise auch so ein bisschen anpassen. Wenn ihr trotzdem aber noch dabei sein möchtet, könnt ihr uns natürlich schreiben unter investors@fcvictoria.com und dann gehen wir da einfach mal ins Gespräch. Aber das ist jetzt gerade so der Ansatz, diese 700.000 Euro, die wir jetzt gerade eingesammelt haben, wir nennen es das sogenannte First Closing. Das heißt, wir haben noch Potenzial, jetzt so ungefähr 500.000 im Rahmen dieser zweiten, im Rahmen dieser Finanzierungsrunde noch ins nächste Jahr zu schieben. Da werden wir versuchen, so bis, sagen wir mal, Mitte der Rückrunde dann hoffentlich den Rest auch noch einzutüten und sind da gerade in Gesprächen und das ist sehr, sehr spannend. Ja, ich wollte gerade sagen, also stay tuned, da wird es auf jeden Fall sicherlich auch an dieser Stelle dann ein Update geben, wenn wir soweit sind. Dann, ja, danke erstmal für diesen ersten Teil und wir gehen mal weiter zu den nächsten News. Der vielversprechende News-Zugang. Wie Whoopi Goldberg weltweit Frauensport sichtbar machen will, titelt MSN.com und das Netz ist voll damit. Ich starte den ersten Frauensportsender, sagt Whoopi Goldberg letzte Woche in der weltbekannten Tonight Show bei Jimmy Fallon. Der Sender AWSN, besteht für All Women Sports Network, soll ein Zuhause für Sport der Frauen sein, sagt der ehemalige Hollywood-Star. Weltweit, fügt Goldberg hinzu. Ja, und sie möchte tatsächlich diesen Sender, beziehungsweise er ist schon in ein paar Ländern auch schon an den Start gegangen, wirklich nur bespielen mit Frauensport. Also alles möglich querbeet, Fußball, Basketball, Tennis, Cricket, Curling, egal wo, egal quasi was, wenn eine Frau spielt, dann zeigen wir es. Und was macht das mit dir, so eine News? Ich finde es super. Also ich finde es wirklich einfach grandios und es braucht auch solche mutigen Statements und Herangehensweisen. Jetzt sagen natürlich dann vielleicht wieder viele, aber warum soll es denn jetzt nur eine Konzentration auf Frauensport geben und es soll doch eigentlich für alle sein? Aber ich glaube, es braucht einfach diese, diese Statements und diese Startups, um wirklich auch zum Beispiel den Sponsoren und Werbetreibenden auch eine Plattform zu geben und zu sagen, hey, weißt du was, also erstens, ich konzentriere mich da drauf und zweitens ist es ja auch
unglaublich toll, dass da auch eine Plattform geboten wird, jenseits der großen Sportarten, die vielleicht schon irgendwie, na, wie Basketball zum Beispiel in den USA oder eben Women's Soccer, die eh schon relativ viel Aufmerksamkeit haben. Also wir brauchen noch mehr davon. Ja, ja, und was sie, also wie sie es ja auch begründet, ne, sie sagt, für sie war so ein ausschlaggebender Moment, wo sie halt so sich selber erinnert hat, wie es für sie früher war, als sie ein kleines Kind war. Sie hatte Brüder, sie hatte nie die Chance, also zum einen halt Athletinnen zu sehen, also quasi Vorbilder zu sehen, und auf der anderen Seite wurde sie dann auch immer deswegen, weil halt die Sichtbarkeit nicht da war, dass man auch als Frau quasi professionell Sport treiben kann, wurde sie nie ermutigt, quasi selber Sport zu treiben, sondern das war immer so ein Ding, das durften ihre oder haben vor allem ihre Brüder gemacht, die wahrscheinlich auch sehr viel da bestärkt wurden von ihren Eltern und dem Umfeld, aber sie tatsächlich so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und es ist ja auch wieder spannend, ne, wer da noch mit dahinter steckt. Also es ist jetzt so, sag ich mal, Whoopi Goldberg ist so die Speerspitze, die da ja dann auch diejenige war, die das dort sehr, sehr groß kommuniziert hat. Aber da sind halt wieder Leute mit dabei, die wir auch schon von Angel City kennen. Also ja so ein bisschen unser Vorbild aus den Staaten, aus Los Angeles. Natalie Portman ist mit dabei, die ja auch diejenige ist, die damals Angel City gestartet hat, Alexis Ohanian, dann der NBA-Star Kevin Durant, NFL-Star Patrick Mahomes, also wirklich wieder richtig auch Celebrity-Power, die dahinter steckt, die wir ja auch wissen, was total hilft natürlich, um solche News noch weiter nach oben zu treiben, wenn du solche Namen mit dabei hast. Und ja, ich find's total spannend und frag mich so, gibt's eine ähnliche Bewegung auch in Deutschland oder würde so etwas auch aus Deutschland kommen? Ich find's auch super spannend und ich habe ja eingangs gesagt, bei uns ist es wirklich so toll, dass es so viel Female Capital auch gibt, ja, dass es nicht immer nur irgendwie dann auch das Male Capital dahinter steht, aber gleichzeitig finde ich es auch super wichtig, dass so Leute wie Alexis Ohanian, das ist ja der Mann von Serena Williams, oder auch andere Sportler sich wirklich auch dahinter stellen und sagen, ja klar glauben wir daran. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie einfach der männliche Sport teilweise schon so überkommerzialisiert ist und dann einfach es eigentlich ein No-Brainer ist, dass noch wahnsinnig viel Wachstum im Frauensport ist, dann finde ich das wahnsinnig wichtig, dass auch, also ja, wie du sagst, das sind auch Speerspitzen und das ist auch ein großes Zeichen in den Markt hinein, dass daran geglaubt wird. Ne? Also Alexis Ohanian geht da wirklich in sehr viele verschiedene Bereiche. Er hat zum Beispiel jetzt auch, es gab ja ganz berühmt auch eine Bar in Portland, die das Sports Bra heißt, die wirklich nur Frauensport zeigt und da auch einfach so eine Community, ein Safe Space auch geben möchte, weil sonst dieses Kollektive, wir gucken Sport zusammen, auch ganz anders aussehen kann. Und da hat er jetzt auch rein investiert, möchte das als Franchise jetzt weiter aufbauen. Und ich glaube, das ist super mutig, aber auch clever, sich da so dahinter zu stellen und da all in im Prinzip zu gehen. Und da brauchen wir mehr Menschen davon, Frauen und Männer, die das hoffentlich auch in Deutschland diesen Weg gehen. Ja, da hoffe ich ja immer noch, dass ihr da mit Berlo mit am Start seid und quasi den deutschen Ableger macht für Sportsbra. Also da wäre ich auf jeden Fall. Ich bin auch dabei. sollten wir machen, auf jeden Fall. Sehr gut. Deal. Aber sag mal, nochmal auf Deutschland zurückzukommen. Also es gibt ja auch in Deutschland zumindestens Streaming-Plattformen, die auch ihr eigenes ich sag mal, Frauensportangebot machen, also mit DAZN Rise, wir haben Sky Game Changer, es gibt mehr und mehr Social-Kanäle wie Sportschau F, die halt auch den Frauensport in den Fokus setzen. Konsumierst du die? Ich konsumiere es ehrlich gesagt, wenn eher auf den Social-Kanälen.
Und aber ich hatte so einen kompletten Eye-Opener, um bei den vielen Anglizismen zu bleiben. Das war nämlich auf einer Konferenz in den USA, als es eben auch um das Thema Frauensportkanäle ging. Und da sind die USA ja, wie gesagt, schon sehr viel weiter. Und da wurde eben auch gesagt, aus Marketing-Sicht, dass selbst wenn Unternehmen sich jetzt gerade mehr auf den Frauensport im Bereich Sponsoring konzentrieren wollen, es gar nicht genug Content gibt. Also es gibt gar nicht genug Werbeassets, die irgendwie zur Verfügung stehen, um zu sagen, hey, ich investiere da jetzt x Millionen rein und bin jetzt wirklich der Werbepartner. Und ich glaube, deswegen ist es noch viel wichtiger und es wird zu Anfang auch ein Investment sein. Also wie wir anfangs gesagt haben, bis der Return on Investor auch da ist und wirklich auch viel mehr ZuschauerInnen dann auf diesen Plattformen sind, wird es ein bisschen dauern. Aber die ersten Pflänzchen, die da gerade an den Start gehen, finde ich sehr, sehr vielversprechend. Und schaust du es denn? Wo konsumierst du? Also ich gucke es natürlich gerne, wenn wir waren ja tatsächlich, durften ja auch schon mit Victoria ein paar Mal Gast sein bei den verschiedenen Kanälen, dann gucke ich es. Ich bin tatsächlich, auch wie du sagst, so auf den Social-Kanälen viel unterwegs. Ich habe irgendwann, das ist schon Jahre her, war auch so mein Credo, ich wirklich so vielen Athletinnen, so vielen Vereinen und halt solchen Angeboten irgendwie zu folgen und so viel Liebe geben wie möglich, weil das ist immer so das Kleinste, finde ich, was du machen kannst, wenn du sagst, hey, ich möchte irgendwie dem Frauensport helfen, größer zu werden, dann war das so für mich mein Weg zu sagen, okay, ich fange erstmal an, den ganzen zu folgen und halt wirklich Likes, Kommentare, was auch immer, damit halt dieser Traffic mehr wird. Und das war so das Kleinste. Und wenn ich es schaffe, klar, gucke ich rein. Also was man ja auch sieht, was ich total geil finde, dass halt auch jetzt beim Frauenfußball wieder, dass natürlich auch dort die Spiele sichtbarer werden, also sei es vom Nationalteam oder auch von der Bundesliga. Ja. Das macht schon echt Spaß. Und dass die auch von der Qualität der Übertragung auch immer besser werden. Und wie gesagt, das finde ich, macht Spaß und gucke ich doch, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich nicht irgendwie dann doch wieder was für Victoria mache ich das sehr gerne. Ja, und ich finde auch, du merkst auch, dass einfach die Berichterstattung, sei es über die deutsche Frauennationalmannschaft oder auch jetzt über die Topspiele in der Bundesliga, einfach auch, also die hast du ja vorher nicht in den Medien irgendwie gesehen, ja, sei das irgendwie in den Newsmedien. Und dass da jetzt schon sehr viel mehr auch nach oben ploppt und auch, es muss auch selbstverständlich werden, darüber gesprochen wird. Also es hat sich schon unglaublich viel getan, würde ich sagen, in den letzten 2, 3 Jahren. Also gar nicht so lange her. Ja. Nee, gar nicht so lange. Also quasi seitdem wir am Start sind. Nein. Nein, also man sieht, es bewegt sich was. Ich glaube, es ist immer noch zu wenig. Ich glaube, da geht echt noch so viel mehr. Deswegen, wie gesagt, wir bleiben dran. Wir hoffen, ihr auch. Und wir gehen mal zu unserer letzten News für heute. Rote Karte. Bahnreisende von Hertha-Fans mutmaßlich sexistisch und rassistisch beleidigt. Was ist passiert? Die Sängerin Mine saß im Zug. Es sind circa 300 Hertha-Fans mit eingestiegen, die auf der Rückfahrt von dem Auswärtsspiel in Darmstadt waren. Und in ihrer Insta-Story schildert sie, dass sie und ihre Mitreisende sexistisch und rassistisch beleidigt wurden. Sie selbst wollte ins Bordbistro und begegnete auf dem Weg Hertha-Fans, die meinten unter anderem, sie gehört uns. Ein Mann verfolgte sie, beleidigt sie sexistisch und begrapscht sie von hinten. Mine schreibt einer Freundin, die für sie die Polizei ruft. Im Spandau wird der Mann, der bereits Polizei bekannt ist, aus dem Zug begleitet. Mine erstattet Anzeige. Gerade in den letzten Tagen super viel sichtbar diskutiert von dem High, was wir jetzt gerade hatten, von unserem Frauenfußball-High. Genau. Zieht uns der Männerfußball jetzt einmal schön runter, Katharina, oder? Ja. Und das ist natürlich auch leider kein Einzelfall. Also ich habe mir die Szenen auch nochmal angeguckt und
Das ist natürlich bitter. Und ich glaube, können viele Leute, viele Frauen, viele marginalisierte Gruppen da ein Lied davon singen, wenn man in eine, sagen wir mal, alkoholisierte Männergruppe hineinläuft. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Fußballproblem. Aber würde man sich natürlich wünschen, dass da so langsam mal Fortschritte gemacht werden und anders damit umgegangen wird. Ja, ich bin bei dir, es ist kein Fußballproblem, aber ich finde schon, das ist echt, weil ich habe dann auch mir so ein paar, wie gesagt, auch Statements durchgelesen, so ein paar Äußerungen dazu mir angehört. Und was man schon so gerade von den, sag ich mal, Fußballfans hört, die halt häufiger schon auf diesen Bahnreisen unterwegs sind, wie du sagst, das ist nichts Neues. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht bekannt war und jetzt auf einmal so huch einmalig passiert, sondern wirklich viele Frauen, die ja auch in der Fanszene unterwegs sind, schon sagen so, dass das sind halt, das ist fast unangenehmer, als im Stadion zu sein. Und auch im Stadion, da gab es letztens, das ist schon ein paar Monate her, gab es ja auch eine relativ große Reportage über Sexismus in Stadien. So auch da. Ja. Und dass sie aber sagen, eine Bahnreise ist fast schon schlimmer, weil du halt keine Fluchtmöglichkeit hast, ne? Also wie Mine, die dann irgendwie auch versucht hat, dann irgendwie ins andere Abteil, glaube ich, zu gehen und so. Aber du kannst dich in einem eigentlichen Safe Space, du hast dir ein Bahnticket gekauft, du hast dir irgendwie einen Platz reserviert, du willst eigentlich entspannt irgendwie, trotz, dass du die Deutsche Bahn nimmst, willst du entspannt irgendwo ankommen. Und dann steigen halt diese Fußballfans ein. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, was Neues, sondern das ist gang und gäbe und das ist für mich, finde ich, so das Frustrierende. So jetzt, klar, gibt es diesen Aufschrei und jetzt macht man irgendwie was. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, wird denn richtig was gemacht oder wird jetzt dieser Einzelfall aufgearbeitet? Und ich weiß nicht, wie du siehst, wie du die Verantwortung auch bei den Vereinen siehst. Total. Und ich fand es auch sehr spannend, das Statement zu lesen, wo es dann hieß, wir haben bereits opferzentrierte Schutzkonzepte. Ja, es ist gut, aber es ist wieder eine Konzentration auf, wie schütze ich die Opfer von solchen Übergriffen oder Horden. Und da wird viel zu wenig auch auf die Tätersicht eigentlich geguckt. Ja? Also wie sensibilisiere ich da mehr? Ganz im Ernst, es müssen auch viel mehr Männer aufstehen und sagen, hey, das geht nicht, wenn irgendjemand sich aus der Gruppe dann vielleicht auch nicht nur im Ton vergreift. Das ist ja das Bittere. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie wir da müssen die Vereine auch viel, viel, viel aktiver werden und da wirklich für Awareness sorgen. Und es ist leider eben so, dass sich viele da in der Masse verstecken. Und natürlich spielt der Alkohol auch eine große Rolle. Und ich trinke auch wahnsinnig gerne Bier im Stadion natürlich. aber es ist eben leider so, dass da, dass es für viele natürlich das auch kann so eine... Das kann ja keine Entschuldigung sein, ne? Also dieses typische, ich hatte halt irgendwie 2-3 Bier zu viel und dann ist es halt mit mir durchgegangen. Also das ist ja nicht, das ist ja auch was tief in dir steckt, wenn es dann in so einer Situation dann eher wahrscheinlich, es kommt eher raus, so, aber das ist ja schon etwas, was jetzt nicht am Alkohol per se irgendwie liegt. Absolut. Und ich glaube, jede oder fast jede von uns kennt das auch, wenn man dann mal so einer Gruppe begegnet, dass man dann irgendwie möglichst versucht, keinen Blickkontakt und Kopf nach unten und bloß nicht auffallen. Und ich finde das super schlimm. Ja. Ja, und ich denke mir halt schon auch so, die Vereine können da echt mehr machen. Also ich finde halt, das eine ist klar, jetzt diesen Vorfall aufzuarbeiten und ich hoffe auch, dass halt, weil ich glaube, die Personen, die sind in dem Sinne schon identifiziert oder relativ leicht zu identifizieren. Das ist wohl ein bekannter Fanclub oder Fangruppierung, was auch immer. Ich hoffe halt, dass da halt jetzt nicht nur die dann eingeladen werden, um die aufzuklären oder was auch immer, sondern dass du halt wirklich dann hart durchgreifst und wirklich für diese Person auch Stadienverbote gibst, weil ich denke mir halt so, wo ist halt
wo ist halt der Moment, wo du halt wirklich Konsequenzen folgen lässt? Also was muss passieren? Und nochmal, es war ja anscheinend ein bekanntes Thema, also auch Hertha und alle anderen. Wie gesagt, es ist jetzt, glaube ich, nur bei Hertha-Fans jetzt an die Öffentlichkeit so extrem gekommen, aber ja auch alle anderen Vereine haben damit Probleme. Und ich hoffe halt, dass es jetzt nicht nur eine Reaktion auf dieses einmalige Erlebnis ist, sondern dass es halt wirklich dann Konsequenzen gibt. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht die, also es gibt nicht die eine Lösung, wo man jetzt sagt, das wird das alles ändern, aber dass man halt doch sich überlegt, wie man dem deutlich stärker Einhalt bieten kann. Total. Also wie du sagst, es gibt nicht die eine Lösung und es wird auch noch lange und konsequente Arbeit brauchen. Und wenn du dir die Kommentare durchliest auf Instagram unter diversen Statements oder auch unter Mines Posts, da ist natürlich wahnsinnig viel Solidarität dabei, aber da sind auch wieder die Abgründe des Internets richtig am Start. Und da wird eben auch deutlich, dass es ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem. Ja? Und da müssen die Vereine sich wirklich auch zusammentun und echte Schutzkonzepte, wie gesagt, nicht nur opferzentriert, sondern auch täterkonzentriert. Ja. Wie gehen wir damit um? Wie zeigen wir, dass halt keine Toleranz, geht, ne? Also so, ja. Genau. Also wie, das ist ja, wie du sagst, es geht ja jetzt nicht darum, also die Opfer zu schützen, super, aber ne, ja. Das muss ja vorher muss es ja passieren. Vorher, es darf ja gar nicht zu dieser Situation kommen. Und ich glaube, da hat halt auch der Frauensport eine Riesenchance, einfach ein komplett anderes Stadionerlebnis zu bieten. Ne? Und ich erzähle das halt immer gerne. Mich hat das auch immer so ein bisschen genervt am Anfang, als wir uns wirklich mit dem Thema mehr beschäftigt haben, dass irgendwie der Frauenfußball immer mehr für Familien und Senioren quasi vermarktet wurde. Und dachte ich mal, das ist doch bescheuert. Also wollen doch auch die ganz normalen Fans mithaben, ja, also warum ist Frauensport immer nur für andere? Und gleichzeitig sehe ich jetzt aber mittlerweile so eine Chance darin und ich finde es so angenehm, wenn ich mit meinen Kindern ins Stadion gehen kann und das ist einfach ein super schönes Erlebnis und man hat diese, ja, schon auch diese aufgeladene Stimmung nicht, wo du schon immer so ein bisschen denkst, also ist natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn alle zusammenkommen, aber wo du schon auch ein wahnsinniges Aggressionspotenzial auch spürst, ne? Wie siehst du das? Ja, total. Total. Ich habe auch ehrlicherweise, ich gehe auch gerne noch zu einem Männerspiel, aber jetzt nicht mehr so wie vielleicht noch vor 5, 6, 7, 8, 10 Jahren. Ich sehe das auch als absoluten Vorteil, ich sehe das auch als Chance und ich hoffe, dass der Frauenfußball und Frauensport da einfach genau dieser Safe Space für alle irgendwie geben kann, weil nochmal, ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die richtig Bock haben, sich auch ein Fußballspiel anzuschauen, die aber sagen, ich fühle mich im Stadion aus verschiedenen Gründen einfach nicht wohl. Und das ist schade, weil nochmal wir, ich glaube, Feli hatte ja letzte Woche in der Folge eine gute Diskussion auch zum Thema, ne, wie wichtig sind TikTok-Fans, wie wichtig sind Stadion-Fans. Und ich fänd's halt super schade, wenn auch wieder der Sport zu so einem rein digitalen Erlebnis wird. Sondern wie du sagst, es ist doch gerade schön, wenn alle zusammenkommen, alle können gemeinsam jubeln, alle können zusammen traurig sein, wenn irgendwie der Sportler, die Sportlerin oder das Team verloren hat. Und ich finde, das hat so eine Stärke und auch für Kinder und Jugendliche ist das so ein schöner Ort eigentlich zu sein. Und deswegen, wie gesagt, würde ich mir wirklich wünschen, dass es insgesamt besser wird und dass aber, wie gesagt, wir Frauen es halt einfach wie so häufig besser machen als die Männer. Und wer jetzt total Lust hat, uns mal, also Victoria, live zu sehen, tatsächlich so ein wenig passend zum Thema, spielen wir unser großes Derby am Samstag, am 16.11. Und zwar gegen Hertha BSC zu Hause. Auf einer Aufgeregtheitsskala von 1 bis 10. Wo stehst du gerade, Katha?
Eine glatte 10 auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch richtig. Also Hertha hat eine unglaublich starke Saison bisher gespielt. Wir auch. Und ich glaube aber, das wird richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass das Stadion voll wird. Also, oder, Lisa? Genau. Ja, deswegen kommt, es regnet nicht. Wetter wird gut, kommt alle vorbei. Es geht los um 14 Uhr im Stadion Lichterfelde. Und für alle fleißigen Hörer gibt es auch Freitickets. Ihr findet alles im Beschreibungstext. Ihr könnt auf unserer Website Tickets kaufen mit dem Code Sports Idols und seid live und for free mit dabei. Also kommt alle rum. Katharina und ich sind am Start. Wir freuen uns auf euch. Und in diesem Sinne danke für das Gespräch, für deine Zeit, Katha. Und danke, Lisa. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Sports Idols. Die Medienschau